Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann immer ihr schaut. Ich bin Martin vom Kanal Shooter Gaming und begrüße euch zum letzten Teambuilding in der Hinrunde der PBL. Ja. Wir sind hier am 7. Spieltag der PBL und wir haben Chancen auf die Playoffs. Tatsächlich. Durch die zwei Siege in den letzten beiden Games stehe ich aktuell mit 3 Siegen und 3 Niederlagen da. Unser nächster Sieger wäre auch mit einem Unentschieden in den Playoffs. Der steht bei 4 Siegen und 2 Niederlagen. Glaube ich zumindest. Ja. Ja, mit einem Sieg über 2-0 können wir mit ihm dank Differenz und direktem Vergleich vorbeiziehen. Da zu diesem Zeitpunkt jetzt der Tabellenvierte, das ist der gute Lars, gegen den wir am ersten Spieltag gespielt haben, schon gekämpft hat, kann nur noch einer von uns beiden weiterkommen. Heißt, es wird ein ziemlich ernster Kampf hier. Und das auch noch gegen den Typen, der mir meine Kämpfe capturen darf. Heißt, wenn er voll. Ja. Könnte ganz lustig werden. Sein Team besteht aus Caporigi, Panferno, Mega Shirox, Muzasa, Boreos in der Inkarnationsform, Snibunna, Nachtara, Libeldra, Castellit, Ditto und Mamolida. Das erste Mal natürlich. Ditto. Mag ich nicht. Der könnte, will ich sagen, von mir kopieren. Und damit komme ich nicht so wirklich klar. Also, im Endeffekt komme ich damit schon klar. Aber im ersten Moment war es erstmal so, okay. Dann zweite Sache, Coco. Wobei Coco jetzt nicht das größte Problem ist, weil er kein Z-Move hat, kommt er nämlich an Bisa vorbei. Weil der braucht einen Z-Schuss, um an Bieber, an Mega Bisa vorbei zu kommen. Panferno ist böse, auch vor allem gegen Mega Bisaflor, weil da so ein Flareblitz halt echt wehtun kann. Mega Shirox gewinnt nicht gegen Bisa, Hutsasa gewinnt nicht gegen Bisa, Boreos gewinnt dagegen aber wieder gegen Bisa, genauso wie Bandit Snibunna. Heißt, es waren auch wieder zwei Monster, auf die ich mich vorbereiten musste. Nachtara ist halt kacke, ich mag Nachtara, also, da ist Nachtara nicht kacke, aber ich mag es nicht, gegen das zu spielen. Ja, die Beltra sehe ich nicht wirklich gegen mich, da er hatte eindeutig bessere Sachen. Castellit kann gut sein, dass er es mitnehmen, weil er das schon sehr oft dabei hatte. Und mit, nach einem Hausbuch kann das Ding auch echt böse werden. Dann Ditto habe ich ja schon erwähnt und Mamolida würde ich mitnehmen. Ich habe Raikou und ich habe Mega Bisaflor, da macht das Ding einfach nichts. Vor allem gegen Mega Bisaflor, oder? Knockoff macht nichts, Guard macht nichts, Toxic macht nichts. Für mich hier ist mal ein Free Switch. So, aber dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal auf mein Team hier. Hier die typische Übersicht bei mir. Und ja. Dann würde ich auch mal sagen, fangen wir den ersten Mann an. Und das ist Kyurem. Ja. Kyurem mal wieder mit dem Wahlschal. Hatte ich jetzt auch. Boah, ich hätte fast immer nur mit Wahlschal dabei, oder? Ja, aber das Soulfest, das war gegen Lars. Das war lustig. Ja. Mit Varsha, mit den 148 Speed und den Varsha bin ich schneller als Ricky, was ein schnellstes Mon ist. Und mit Eisschalt, Draco, Meteor, Fokusschuss und Hinpower Fire treffe ich auch alles in seinem Team wirklich gut. Eisschalt gegen Ricky, Draco gegen Panferno, HP Fire gegen Mega Shirox, Eisschalt gegen Hutsasa, Eisschalt gegen Boreos, Fokusstoß gegen Simulobo, bei Down Draco ausreicht, Fokusstoß gegen Nachtara, Eisstrahl gegen die Beltra, gegen Crusted durch den Draco, gegen Ditto Draco und gegen Mamolida auch Draco. Heißt, Kyurem kann mit jedem Mon im gegnerischen Team dealen, solange es nicht gescarft ist. Gescarft wäre nämlich schon wieder echt nicht so geil. Brauche ich ja gerade noch sagen? Ja, das müsste eigentlich schon sein. Also, Der Rest des Investments ist eigentlich nur noch halt das, was übrig geblieben ist. Und die 252 ist Special Attack. Ich reife komplett speziell offensiv an. Das Ding braucht die Power, wobei es hat auch Power. Aber da kannst du auch mehr Power reinpumpen. Dann sieht das auch natürlich auch aus. Nächste Mon ist Raikou. Der ist auch wieder dabei und hat in 3 Wochen am Stück das exakt gleiche Moveset. Schön, oder? Ja, aber eben, es funktioniert aktuell auch.
Weil ich brauche wieder den Sonnensensor für einen Mon und das sind einfach Hutsasser. Dann bist du eine Voltwechsel. Das sind immer guten HP Eis, muss man eigentlich immer spielen, weil das ist einfach das Beste, was man gegen Ground-Types hat. Zum Beispiel in dem Fall die Beldra. In die Offensive ist nämlich in Sachen wie Coco oder Boreos sehr gut reinkommen kann. Ja, mehr muss ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Das ist einfach ein recht stabiles Raikou-Set. Da muss man nichts Großartiges erklären. Der ist Krebuschak, der ist nochmal wieder dabei. Der gute Junge. Der bisher nicht gerade der Beste in unserem Team war, aber der hat noch seine Stunden, ich sag's euch. Der hat noch seine Stunden. Oder seine Spiele. Weil er ist eigentlich echt nicht scheiße, aber eben bisher habe ich ihn immer abgeworfen. In irgendwas. In Hooper, in Tangolos war's. In Tentoxa gegen Maxi. Ja. Ist am Ohr kratzen? Ja. Wir spielen die Kappa mal Abschlag, Wasserdüse und Toxin. Aber nur weil ich nichts anderes brauche. Gegen die Mons, gegen die den Kappa mal besser aushalten, habe ich nichts Besseres. Das wäre Xerox, das wäre. Also halt zum Beispiel gegen Hutsas, also ich halt Knockoff. Nach Tara träge ich mit dem Kappa mal am besten von allen Moves, die Krebutak hat. Außer vielleicht eine Superpower, aber da wiki ich nur wieder meinen Attack. Das wäre nicht so cool. Ja, und gegen Mamoli drücke ich ja auch einen Knockoff. Ein Balban-Knockoff will die Bekaiman fressen. Außer vielleicht Mega Galagladi. Also. Mega Lucario vielleicht noch eher. Oder Mega Garadoof. Ja. Also auf jeden Fall. Den fressen nicht so viele Mons so gerne. Den Balban-Abschlag mit Anpassung und Full Attack. Es tut schon böse weh. Jetzt haben wir wieder Bisaflor und wieder ist es Fistef. Ja, Bisaflor ist ja hauptsächlich da, um eben in Panferno reinkommen zu können. Um auch mal was von Mega Sheox aushalten zu können und vor allem um mal was von Snibunna aushalten zu können, weil Snibunna sonst echt böse werden kann. Und ich will Bisa nicht jedes Mal rausholen, wenn da so ein Snibunna herkommt. Ja, nebenbei gibt es in meinem Team kein Mon, das, wenn es von Ditto kopiert wird, gegen Bisa gewinnt. Soweit ich es ja richtig im Kopf habe. Außer, ich glaube Despotar, der gleich noch kommt. Und theoretisch Raikou, wenn er sich auf den Sondersensor lockt. Aber wenn er auf den Sondersensor geht, gehe ich halt in Krebuschak und dann hasse ich die Sache. Auf jeden Fall, ja, er kann mit, für ziemlich keinem, ja, auch mit Kyurem. Der Eisstrahl macht gegen Bisaflor nicht so viel. Und selbst wenn, gehe ich halt in eben zum Beispiel das Despotar, was ich ja schon selber raus. In dem Sandsturm macht das auch nicht so viel. Der muss sich auch locken, wenn er Scarf spielen will. Und gegen Bisa gewinne ich dann halt mit Raikou. Und das wird dann mit dem nächsten Mon, das kommt. Und zwar ist das Capoeira. Ja, das gleiche Set, exakt gleiche Set wie letzte Woche. Full Fistef, Japabeere, Bedroa, Nahkampf, Patronenhieb, Turbodreher und Toxin. Ja, das ist genauso wie Bisa halt zwischen den ganzen physischen Mons. Vor allem ist die Bunda in dem Fall und Panferno. Der Junge kommt sehr gut in Panferno rein, weil Panferno einfach nichts dagegen hat, auch außer vielleicht eine Akrobatik. Ja, mehr muss ich dazu glaube ich jetzt nicht sagen. Ich habe letzte Woche schon alles erklärt zu dem Mon. Da gibt's nicht viel. Und halt zum Rocks entfernen. Ist ja ganz cool. Letzte Reihe ist dann der gerade eben schon genannte Despotar und das Ding macht Damage. Sandsturm, hartes Wesen, Leben, Orb, Full Attack. Da kommt nichts rein. Mal ernsthaft. Schreib mir mal, wenn gerade wer Bock hat, schreib mir mal einen Mon in die Kommentare, dass in dieses Set hundertprozentig reinkommt. Hundertprozentig. Da gibt's nichts. Von mich mir ja schon Team. Coco frisst Steinkante, Panferno frisst Steinkante, Shiox frisst Feuerschlag, Hutsasa frisst Feuerschlag, Boreos frisst Steinkante, Simbona Steinkante, Nachtara Steinkante, Kastid Eishieb, Nibeltra Eishieb, Kastid Steinkante,
Ditto, wenn es nicht kopiert, auch Steinkante. Und Momoli, der frisst einen Donnerschlag. Deswegen brauche ich auch die, die paar Moves da, die, also Feuerschlag, Eisbeam und Donnerschlag, weil ich jeden einzelnen dafür für einen Mon brauche. Der sonst den Shit tankt. Das wäre einmal Sheox, einmal Libeta und einmal Molida. Und die mache ich mit dem Set dann eben über die Hälfte. Aber ich will mal sagen, das war jetzt mit diesem Teambuilding. Und wir sehen uns dann morgen beim entscheidenden Kampf um die Playoffs. Bye.